Und jetzt. Ich weiß den Rhythmus noch halbwegs auswendig. Jetzt gucke ich noch, was da drin war. Das G. Da kriege ich wieder ein extra Leben. Zeig's mal. Bam. Ach Leute, wir haben überschritten. Das heißt, wir werden... Das passt mir ja gar nicht. Ich habe länger als 11 Minuten gezockt. Das kommt, wenn man so einen intensiven Level hat, wie vorhin. Den ich übrigens gar nicht zu Ende gespielt habe. Er ist ja noch nicht vollständig. Warum habe ich jetzt weiter... Tick, tick, Dreck, Trauma... Fragen über Fragen. Also ich werde die Videos wieder zusammenschneiden. Das heißt, dass ihr am Anfang dieses Parts keine Prüfung gesehen habt. Das als Erklärung. Ich habe zu spät gemerkt, dass ich über 11 Minuten bin. Ist mir schon öfter passiert. Ich hoffe, ihr sterbt nicht deswegen. Ich schon. Ein Teil von mir stirbt. Okay, das ist eine ziemlich coole Sache hier. Wir sind auf dieser Plattform und müssen allem, was kommt, hier uns entgegenstellen. So cool, oder? Es wird in der letzten Welt noch interessant, wo es dasselbe gibt mit dem Tank wieder aufladen. Eine sehr gelungene, schwere Welt. Level, meine ich. Wo sind hier die Geheimgänge? Die haben sich hier irgendwo versteckt. Ich weiß, dass sie hier irgendwo wart. Wow, wow, wow. Da nämlich. Das Ding ist noch da. So machen wir das. Okay, hier gibt es auch nur Bananen. Mein Gott, so viel könnt ihr doch gar nicht essen. Und mehr Knordis, die einfach vom Himmel fallen. Die fallen einfach vom Himmel. Es regnet. Wolkig mit Aussicht auf Knordis. Auf Biber. Ab Montag im Kino. Ups, da wollte ich drüber springen, dann beschleunigt das Ding. Wolkig. Wolkig. Aber nur so können wir an dieses Geheimfass. Und auch der muss uns wieder füttern, ist auch egal. So, weiter im Text. Wolkig. Es reicht jetzt genug Wolken. Wie viele Biber wollen da noch kommen? Die Geier, die dürfen natürlich auch nicht fehlen. Aber da waren wir doch vorhin schon, verdammt. Warum tut es uns nach hinten teleportieren? Und Springaffen. Also wir kommen jetzt nochmal mit allem zu tun, was uns zugesetzt hat in den letzten Parts. So, dich haben wir auch noch platt gemacht. Wieder so ein Dicke. Gleich mal eins überrollen. Kann uns gar nichts. Und so ein miese Geier. Klapptrapps natürlich. Meine ganzen Hassgegner. Wie auch zum Beispiel rote Zinge. Alle kommen sie nochmal. Und Mankey, ja klar. Der darf nicht fehlen. Und die Fetten. Die ganz fetten, muskulösen. Schwarzeneggers. Die mich jetzt auch runtergestoßen haben, übrigens. Falls ihr das mitbekommen habt, im Trick, Track, Trick. Was ein Trick. Na gut, fangen wir wieder an mit Biber. Eins nach dem anderen. Erst kam die Biber. Dann noch ein Biber. Und dann, da kam so ein Geier. Ich dachte, ich hätte es geschafft, aber da kamen Wespen. Und noch mehr Biber. Und noch mehr Biber. Der meinen starken Kollegen erledigte. Doch der Kleine fasste sich ein Herz. Er besiegte alle anderen. Holte seinen Kumpanen zurück. Und konnte den nächsten Geier ebenfalls terminieren. Selbst die dicksten waren kein Problem für ihn. Und er schritt weiter voran. An Eigeiern vorbei. Doch Klapptraps stellten sich ihm in den Weg. Er konnte geschickt ausweichen und das G einsammeln. Dann kamen zwei Klapptraps. Und Mankey kommt, der Verräter.
Eine rote Wespe krönte das, bevor der ganz dicke kam. Den wir nicht besiegen können als Diddy. Und wir können auch nicht wechseln auf dem scheiß Ding. Macht nichts, wir sind eh am Ziel. Halleluja. Ich weiß nicht mehr, ob da unten was war oder nicht. Da war was. Da war definitiv was. Das Dumme ist, jetzt haben wir das. Jetzt waren wir am Ziel. Ich könnte mich so ärgern. Ich ärgere mich grün und blau. Das war der beschissenste Zeitpunkt überhaupt. Jetzt müssen wir den ganzen Level nochmal machen, also die Hälfte. Wir waren ja schon im Ziel. Nur weil da so ein ekliger Dings sein muss. Frosch. Das finde ich so scheiße gemacht von den Entwicklern. Ehrlich. Alles andere ist toll an Donkey Kong Country, aber dass man da wieder zurückversetzt wird, weil man drei Dinger eingesammelt hat, das finde ich scheiße. Seht ihr jetzt? Wir waren am Ziel und jetzt sind wir wieder beim Checkpoint. Wo wieder Biber hinabfallen. Und ein zweiter Biber. Und ein dritter Biber. Und der erste Geier. Wir zählen mal alle. Und der erste Zinger. Und der vierte Biber. Und der fünfte Biber. Der erste Kritter. Und der erste Fettsack. Der zweite Geier. Der zweite Fettsack. Der erste große Geier. Der einzige wahrscheinlich. Der erste Klapptrapp. Der erste rote Zinger. Und der zweite Zinger überhaupt. Der zweite und der dritte Klapptrapp. Der erste und wahrscheinlich einzige Monkey Kong. Der zweite rote Zinger und der dritte Zinger insgesamt und der Muskeldepp, der selbst runterläuft in den Abgrund und stirbt aus 8 Quadrilliarden Metern Höhe. Hier ist nämlich ein Geheimgang, also ein Fass, unschwer zu erkennen. Und das brauchen wir halt. Und schon wieder schaffe ich das hier nicht. Ein hartes Brot. Gehen wir. Der Trick-Track-Trick ist zu 100% gelöst. Die Fahrstuhlspiele stehen an. Allerdings müssen wir Ölfass Boulevard noch zu 100% lösen. Tja, was soll ich dazu sagen? Brechen wir auf. Ich weiß ja, wo wir hin müssen. Zu dem einen Geheimgang. Zu dem einen da. Du weißt schon, der da, der eine. Der hier. Und jetzt müssen wir die Banane erwischen. Das schaffen wir doch. Alle, jedes zweite ist eine Banane. Oh. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist pure Wahnsinn. Raus. Neu starten. Wir schaffen in diesem Part noch einmal, das hier zu versuchen mit der Banane. Mit der einsamen Banane, die man finden kann. Wir müssen es herausfinden. Sonst könnte ich die Nacht nicht schlafen. Was heißt herausfinden? Wir müssen es schaffen, meine ich. Banane. Das war die erste. Adrenalin pur. Die zweite.
Zählt das jetzt noch, oder? Nein, das zählt nicht mehr. Das ist so dumm. Okay, Leute. Dann bis zum nächsten Part. Dann schaffen wir das und werden den nächsten Level erkunden. Bis dann.